Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, hier gestaltet ein Liebhaber der fernöstlichen Gartenästhetik. Enrico Quack besitzt diesen Garten nun seit 15 Jahren und kaum ein Busch, Baum oder Strauch, dem er nicht diesen besonderen japanischen Touch verpasst hat. Zur japanischen Gartenkunst bin ich eigentlich durch Du in deinen Garten gekommen. Da war ich allerdings noch etwas jünger, vielleicht 15 Jahre alt. Da habe ich das erste Mal gesehen mit den Bonsais und habe zu Hause erst mit kleinen Bäumchen im Prinzip experimentiert, wie das so ist, mit Samen in eine Schale machen und dann kam das kleine Bäumchen raus. Aber dann, wenn man nachher älter wird, kommt man nachher, sag mal, auf die Tricks. Und da kennt er so einige. Alte Bäume oder Büsche auf dem Grundstück, kein Problem. Da hilft ein Bonsai-Makeover. Oder hätten Sie gedacht, dass eine Zypresse so aussehen kann? Vor 15 Jahren im Prinzip ein Baum. Und da wurden nach und nach Äste rausgenommen. Von drinnen nach draußen auch alles rausgeschnitten. Und wurden nachher im Prinzip zu solchen kleinen süßen Büschel geformt. Aber es sei gleich gesagt, dieser Prozess dauert eine Weile. Mit 10 Jahren muss man schon rechnen, bis ein alter Baum in neuem japanischem Glanz erstrahlt. Bis dahin sehen die Pflanzen gern mal etwas zerrupft aus. Doch Enrico Quack ist ein Gärtner mit viel Geduld. Der steht mittlerweile seit 8 Jahren hier. Normalerweise im Japanischen muss man jeden Ast einzeln traten. Aber aus Zeitmangel mache ich mir kleine Gewichte und dadurch tue ich die Äste im Prinzip in die Richtung bringen, die ich gerne haben möchte. Und wenn der Stamm nachher verholzt ist, nehme ich die Steine wieder ab und diese Form behält der Baum nachher bei. Keine schlechte Idee, genauso wie jene Bäumchen aus Waldschonungen zu benutzen. Da gibt es immer wieder Bäumchen, die einfach nicht wachsen können. Natürliche Bonsais sozusagen. Hier ist eine Buche, die hat ein Alter von 45 Jahren. Das ist Baumverbiss, weil Rehe in einem Meter ungefähr die kleinen Bäumchen alles abbeißen. Und dann hat man im Prinzip schon eine alte Struktur. Und ich habe nur noch im Prinzip Gestaltung angenommen an den Ästen. Weil teilweise ist mal ein Ast, der nach rechts oder nach links eben sehr ausgetrieben hat, wo eben das Reh keine Lust hat. Der Bonsai-Garten. Ein Garten, der seinem Besitzer nicht nur Geduld, sondern auch einige Tricks abverlangt.